Hi und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge auf Tactical Gunny Beard. Heute bin ich bei der German Small Arms Academy und die haben mir heute etwas richtig Schönes zur Verfügung gestellt. Und zwar die Walter Q5 Match in 9x19. Heute werde ich euch ein bisschen darüber zeigen, was alles in dieser kleinen Schachtel mitgeliefert wird und wie sich die Waffe schießt. Und dann geht's auch schon los. So, für die Leute, die noch keine Ahnung haben, was sich hinter der Walter Q5 Match verbirgt. Für alle Leute und Fans von Marvel oder den X-Men, wer schon den Deadpool 2 geschaut hat, das ist die Waffe, die Cable in zweifacher Ausfertigung mit sich führt. Und zwar sieht die ganze Sache so aus. So, da haben wir die Walter Q5 Match. Die Waffe wird geliefert mit sagenhaften 3 Magazinen. So, 3 Stangenmagazine A, 15 Schuss. Mit dabei hat man noch hier eine Ladevorrichtung. Damit kann man sich dann einfach das Laden der Magazine ein bisschen erleichtern. Dann hat man hier noch eine kleine, so eine Art Sicherungsfähnchen hier mit dabei. Mit dabei hat die Walter Q5 3 Griffschalen, so dass man auch für jede Handgröße eine Griffschale einbauen kann. Momentan ist hier die mittlere eingebaut. Hier gibt es noch einmal eine etwas kleinere. Kommt dann so rum rein. Und hier oben nochmal mit ein bisschen größeren Stück für den Handrücken. So, mit dabei haben wir dieses kleine Säckchen mit Schraubschlüssel drin. Und zwar ist er dafür da, die Montageplatte hier oben abzumachen, damit man 3 verschiedene Visierungen drauf machen kann. Diese 3 Visiereinrichtungsmontageplatten sind für sogar 4 Anbieter da. Und zwar haben wir die Doctor, dann Delta Point, Leupold und Trichicon Visierungen, die man da drauf schrauben können. Also diese Waffe ist definitiv ausgelegt dafür, auch mit Rotpunktvisieren zu arbeiten. Aber man muss schon sagen, durch die Fiberglasoptik hier vorne drin hat man schon wirklich eine wunderschöne Visierung und hat auch ohne Rotpunktvisier kein Problem damit zu zielen. So, ganz auffällig natürlich hier an dieser Waffe der blaue Trigger. Ist auch nicht das einzige, das hier in der Waffe innen drin blau ist. Diesen Trigger kann man sich auch austauschen bei dieser Polymerversion und zwar mit einem Match Trigger. Den liefert Walter sogar selber. Wie wir hier zum Beispiel sehen, der Druckpunkt kommt hier ziemlich schnell und ganz, ganz sanft. So, dann zerlegen wir mal die Waffe und schauen mal innen rein. Zum Zerlegen geht auch hier ziemlich einfach mit wenigen Handgriffen. Muss man hier nur den Hebel nach unten ziehen. So, einmal nach unten gedrückt und einfach Verschluss abziehen. So, innen drin haben wir die Springfeder, da haben wir das nächste blaue Teil drin. So. Und dann haben wir hier den Lauf. Der Lauf hat 5 Inches, das sind 12,6 mm ungefähr in der Länge. So, genau 5 Inches nach hinten, dann sind wir hier ungefähr bei 12,5, 12,6 mm. Die Waffe ist, wie man zu Englisch sagt, ambidextrous, also für beidhändige Schützen auslegbar, ob man jetzt Rechts- oder Linksschütze ist. Hier den Auswurf zum Beispiel kann man ziemlich schnell ausbauen, auf der anderen Seite einbauen. Dann kann man auch mit rechts auswerfen oder mit links. Ist einfach hier mit einem kleinen Druckknopf versehen. Und zusammengesetzt ist das Ganze auch wieder ganz schnell. Lauf wieder rein. Und fertig. So, weiterhin natürlich im Koffer haben wir auch hier die Gebrauchsanleitung. Mehrsprachig. Da ist auch alles gut beschrieben, wie man die ganze Waffe auseinanderbaut, wie man sie lädt, etc. pp. Die Waffe sieht nicht nur futuristisch aus, sie schießt sich auch verdammt gut. Und wie das ausschaut, das zeigen wir euch jetzt einfach mal im Anschluss auf der Shooting Range. Wir sind jetzt auf der Schießbahn und wir schießen heute Q5. Viel Spaß!
Also die ersten 5 Schuss sind durch. Wunderschöner Abzug. Und fast gar kein Rückstoß. Wirklich angenehm zu schießen. Müssen wir nur mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Ich mache am besten gleich nochmal die nächsten 5 Schuss durch. Wunderschön. Schießt sich wirklich schön. Ja, Spiegel auflegend geschossen mit der Walther Q5 und wunderschön eigentlich. Richtig nah zusammen, die ganzen Gruppen. Gut, jetzt hier ein bisschen weiter auseinander gegangen, aber für das erste Mal bin ich super zufrieden und die Waffe schießt sich wirklich gut, muss man echt sagen. Okay, aber das mit dem Schnellgeschäber war nicht gut. Schwere Bedingungen. Ich mache halt morgen die Rolle alle Wochen, da sage ich, kann ja wohl nicht wahr sein, gell. Wenn Waldeburg bleibt, sowas haben wir ganz gerne gleich liegen, gell. Weißt du, das ist schon bekannt dafür. Ich denke, der Chip mir schon eine Woche, weißt du? Ja, das finde ich okay, ist korrekt. Ist korrekt. Da könntest du doch Schieben erbrochen. Was? Ja. Zwei tief gesetzt. Also in Deutschland nichts ohne Schein, gell? Ich bin schuld. Ja. Wie ist ja. Einer leicht unten raus. Mhm. Trotzdem. So, jetzt versuchen wir gleich nochmal eine andere Einstellung der GoPro. Vielleicht sieht man ein bisschen mehr. Die Walther Q5 gibt es in verschiedenen Ausstattungen und je nachdem beläuft sie sich im Preisrahmen von ca. 950 bis 1300 Euro. Dafür bekommt ihr aber ein schönes Köfferchen mit einer wunderschönen Waffe darin, die sich wirklich sehr schön schießen lässt. So, falls ihr noch weitere Fragen habt zu der Waffe, schreibt sie einfach unten rein. Ich versuche euch alles zu beantworten, was ich nur kann. Und wenn ihr Spaß dabei hattet, vergesst nicht zu abonnieren und zu folgen hier auf YouTube oder auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal bei Tactical Gunny Beard. Hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Gunny out.